Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Sonne und des guten Geschmacks. Heute mal ein neues Rezept und zwar ein No-Knet-Brot. Was ist ein No-Knet-Brot? Ein No-Knet-Brot muss man nicht kneten. Dieses Rezept kommt von Jim Leahy, das ist ein Bäcker aus New York, der sich diese ganzen No-Knet-Brote verschrieben hat. Warum muss ich das nicht kneten? Naja, das Kneten selber sorgt ja dafür, dass ein Glutengerüst sich ausbilden kann, dass ich nachher ja auch ein entsprechendes Brot habe. Das kann ich mir auch komplett sparen, indem ich einfach dem Brotteig sehr viel Zeit gebe. Ich mische also tatsächlich nur diese Zutaten zusammen, das sind genau 4 Zutaten in dem Fall. Und wenn das dann zusammengemischt ist, wirklich nur mischen, kein Kneten, kommt das alles in irgendein Behältnis, Deckel drauf, rauf auf den Schrank, da wo es ein bisschen warm ist, und das lasst ihr dann 12, 18 Stunden oder ein paar mehr da liegen. Und am nächsten Tag wird das Ding gebacken. Wenn ihr das Ding backt, sinnigerweise in einem Gusseisentopf. Warum Gusseisentopf? Der Gusseisentopf hat 2 Funktionen. Die eine Funktion ist, dass der aufgrund seiner massiven Bauform die Temperatur stabilisiert. Denn so ein günstiger Herd, wie ich es zum Beispiel habe, der schwankt relativ stark in der Temperatur. Und das mag ein Brot nicht unbedingt gerne haben. Zum einen stabilisiert er also die Temperatur. Das andere ist, er sorgt für ein entsprechendes Mikroklima. Dadurch, dass er sehr klein ist, wenn jetzt dieser Brotteig in den Topf gegeben wird, dann entweicht der Wasserdampf hier oder entweicht Wasser aus dem Brotteig. Das sammelt sich hier drin und es entsteht hier ein relativ feuchtes Klima. Was bewirkt dieses feuchte Klima? Das bewirkt, dass der Brotteig in der Hitze sich noch ausdehnen kann. Nicht sofort einreißt und durch dieses Ausdehnen entsteht eine richtig schöne, fluffige Krume. Wichtig dafür ist, dieser Gusseisentopf wird mit vorgeheizt. Er muss richtig schön heiß sein. Und in den heißen Topf kommt dann der Brotteig sofort den Deckel drauf. Der Deckel kommt zum Schluss, kommen wir aber später drauf, ab, damit dann auch eine Kruste sich ausbilden kann. Wenn ihr keinen Gusseisentopf habt, dann könnt ihr auch in einen normalen Topf das Ding packen. So habe ich das am Anfang auch gemacht. Denn nur darauf aufpassen, dass hier, wenn es ein Kunststoffknauf ist, dass der nicht schmilzt. Und ansonsten aber besorgt euch irgendeinen Gusseisentopf, die Marke ist egal. Wenn ihr das auch alles nicht habt, könnt ihr das beim Einschießen, so heißt es, wenn ich das in den heißen Herd, in den heißen Backofen gebe, das auch schwaden. Was ist schwaden? Schwaden bedeutet Wasserdampf hinzugeben. Es gibt inzwischen moderne Herde, die können das, meiner kann es nicht. Man kann stattdessen auch eine Schüssel nehmen und da Stahlschrauben reinpacken. Warum Stahlschrauben? Naja, Stahlschrauben, die rosten nicht. Und warum keine Steine? Steine können platzen. Das muss mit aufgeheizt werden. Das heißt, in dem Fall würdet ihr den Backofen vorheizen und eine Schüssel reingeben und dann hier diese mit den Stahlschrauben letzten Endes, Stahlschrauben wegen der Oberfläche, und das auch mit vorheizen. Und beim Einschießen, also Hineingeben des Brotteiges in den Backofen, gebt ihr 60 ml Wasser auf diese Schüssel, macht sofort die Tür zu. Dadurch entsteht Wasserdampf. Der Wasserdampf bewirkt dann in dem Fall, das ist das Schwaden, genau das gleiche wie hier in den Topf. Ich habe das am Anfang so gemacht, wo ich den Topf noch nicht hatte und meine anderen Töpfe nicht nutzen wollte. Habe ich dann einfach ein Backblech unten reingepackt und da Wasser drauf gekippt, dann sieht das Backblech zwar irgendwann nicht mehr gut aus, aber auch das funktioniert. Ansonsten tut euch einen Gefallen, besorgt euch so einen Topf hier, der ist auch nicht mal teuer. Der macht das wirklich simpel und ja, dankbar. Und das Schöne bei diesen No-Knet-Broten ist sogar, dadurch, dass ihr wirklich nur ein paar Zutaten zusammenmischen müsst und den Rest überlasst ihr der Zeit, könnt ihr das auch im Urlaub wunderbar machen. Irgendwo in einer Ferienwohnung oder dergleichen. Wenn ihr da einen Herd habt, braucht ihr nichts weiter wie Zeit, Zutaten, sinnigerweise einen Topf und schon könnt ihr ein wunderbares Brot backen. Das schneiden wir nachher auch noch einmal an. Das kommt hier gerade aus dem Herd. Und jetzt schauen wir uns aber erstmal an, wie das gemacht wird. Die Zutaten. Für das ganze Geheimnis braucht ihr nur 4 Sachen. Und zwar Hefe, Salz, in dem Fall eben Dinkel und Wasser. Bei der Hefe, da reicht 1 Gramm Frischhefe oder wenn ihr Trockenhefe nutzt, wie ich es habe, 1/3, also 0,3 Gramm.
Das ist jetzt grob geschätzt, weil meine Waage so genau nicht ist. Wenn ihr Frischhefe nehmt, 1 Gramm, das ist circa die Größe von einer Erbse, mehr ist das nicht. 12 Gramm Salz, wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger nehmen. Hier habe ich 600 Gramm Dinkel, das wird nachher frisch gemahlen. Und 420 Gramm Wasser. Das hier ist jetzt ein Fake-Behälter, der ist kleiner, weil mein Behälter kaputt ist. Hier passt weniger rein. 420 Gramm sollen es nachher werden. Ihr könnt auch mit ein bisschen weniger Wasser starten und was dazu kippen, aber das ist so der Anhaltspunkt. So, und dann machen wir mal weiter. Wir starten mit dem Getreide. Jetzt nehmen wir das Getreide und mahlen es, entweder in einer Getreidemühle oder in einen starken Mixer. Und so sollte es aussehen. Ein Wort zu den Mehlsorten und zum Getreide. Wir mahlen unser Korn ja immer selber. Wir machen alles mit Vollkorn. Das heißt, wir nutzen kein 405er, kein 505er, keine irgendwas 105er oder 100 oder irgendein Nummernmehl, immer das volle Korn. Warum? Wenn man jetzt irgendein Auszugsmehl kauft, da steckt schon im Namen Auszug, es ist nur ein bestimmter Bestandteil davon. Und beim 405er Mehl letzten Endes nur der Mehlkörper von dem Getreide. Und das ist ernährungsphysiologisch genauso sinnvoll wie Styropor essen, um es mal etwas überspitzt zu formulieren. Da ist einfach nichts mehr drin. Deswegen grundsätzlich Vollkornmehle nutzen. So, warum kaufen wir jetzt keine Vollkornmehle? Ein gekauftes Vollkornmehl ist über einen sehr langen Zeitraum, ebenso lange wie es da liegt, dem Luftsauerstoff ausgesetzt. Und der wiederum oxidiert die Bestandteile, das heißt ernährungsphysiologisch ist das auch nicht mehr so wertvoll. Aus dem Grunde immer das komplette Getreide kaufen und selber mahlen. Wenn ihr jetzt keine Getreidemühle habt, so wie diese, könnt ihr es auch in einen starken Mixer mahlen, sozusagen. Das geht auch. Das ist eine. Das nächste sind die Sorten. Wir nutzen grundsätzlich keine Weizensorten, weil ich selber weizensensitiv reagiere, nicht allergisch, aber sensitiv auf bestimmte Bestandteile des Weizens. Dadurch hat sich auch mit diese Rosacea entwickelt. Und stattdessen nutzen wir möglichst naturbelassene Sorten und eben alles andere als Weizen. Das heißt, Gerste, Roggen und dergleichen, das funktioniert. Und auch da muss man immer so ein bisschen nach der Sorte schauen, wenn man denn möchte. Insbesondere beim Dinkel, denn der Dinkel selber, den gibt es in verschiedenen Urformen. Es gibt also Ursorten und es gibt neuere Sorten, die sind mit Weizen gekreuzt. Jetzt gibt es Personen, die auch diesen Dinkel dann nicht abkönnen, wenn er denn eine neuere Sorte, eine gekreuzte Sorte ist. Das ist, da muss man letzten Endes selber schauen, was halt passt oder was nicht passt. Heißt also, bei dem Einkauf von Getreiden, schauen, welche Sorte das ist. Das ist das eine. Und das nächste, was in jedem Fall wichtig ist, ist, mahlt euer Getreide selber. Dann seid ihr gut davor und dann habt ihr immer alle Bestandteile des Korns. Das ist das, was gesund ist und was Brote oder was auch immer ihr daraus macht, erst richtig wertvoll macht. Jetzt kommt das Mischen. Jetzt nehmen wir alle Zutaten, also das Mehl, das Salz, dann noch die Hefe dazu und das Wasser und mischen das schön durch. Dafür nehmen wir die Hände, gehen da dann dazu, mischen das schön, das dauert auch gar nicht lange, bis es eine homogene Masse ergibt. Das sollte dann so aussehen wie hier. Jetzt nehmen wir eine andere Schüssel und packen das da rein, so wie hier, einen Deckel drauf und lassen das dann viele Stunden liegen. Jetzt muss das alles vorgeheizt werden. Dafür nehmen wir die Ober- und Unterhitze. Wichtig ist, der Topf muss mit in den Backofen und dann stellen wir das auf 230 Grad und warten eine halbe Stunde ab. Während der Ofen vorheizt, können wir uns jetzt um den Brotteig kümmern. Der ist jetzt richtig schön aufgegangen, so wie hier sollte er aussehen. Jetzt nehmen wir eine bemehlte Unterlage und rollen da oder wirken da das Brot schön rund. Auch hier muss es nicht geknetet werden, es muss einfach nur ein bisschen in Form gebracht werden. Ich packe das jetzt in ein Gärkörbchen, am besten vorher einmehlen, damit es nicht festklebt. Das Gärkörbchen sorgt dafür, dass es nachher eine
schöne Form erhält, dass es ein schönes Muster erhält und es kann dann noch eine Zeit drin liegen. Derweil warten wir ab, dass der Ofen schön heiß ist, mit dem Topf drin natürlich. Den heißen Topf nehmen wir jetzt aus dem Ofen, dann nehmen wir das Brot, machen das am besten so wie hier gezeigt, dass wir das umdrehen und auf ein Backpapier packen, ritzen das einmal Sternförmchen ein, und zwar so 1 Zentimeter tief in etwa, dann kann es an den Stellen gut aufgehen und packen das alles in den Topf. Achtung, der ist sehr heiß. Nun den Deckel drauf und weiter geht's. Jetzt nehmen wir das alles und machen dann schön die Ofentür auf, nehmen den Topf rein damit in den heißen Backofen, winken noch einmal und machen dann die Tür zu. Jetzt wird gebacken. Das Backen selber unterteilt sich in 2 Teile. Im ersten Teil ist der Deckel drauf und wir lassen das jetzt 30 Minuten bei 230 Grad backen. Im zweiten Teil haben wir weiterhin 230 Grad. Wir nehmen allerdings den Deckel ab und stellen das jetzt alles auf 20 Minuten. Wir können auch 10 Minuten nehmen, wenn ihr es nicht ganz so krosch wollt, und lasst es backen. So, die Zeit ist um. Alles raus aus dem Ofen, das Brot rausgestürzt sozusagen. Und jetzt kommt der ultimative Klopftest. Achtung! Abkühlen lassen, das ist wichtig. Ich nehme dafür so ein Mikrowellenuntersetzteil, wie man das Ding auch immer nennt, pack das Brot drauf und lasse es jetzt viele Stunden abkühlen. Und jetzt der ultimative Anschnitt. Das Brot klingt nicht nur gut, es sieht sogar gut aus und es schmeckt fantastisch. Probiert's aus. Viel Spaß!